So, Jules, wer ist denn eigentlich heute dran? Soll ich nochmal kurz auf Informationstour gehen? Ja. Hast du schon drei kleine braune Stiele aus dem Boden sprießen sehen? Sie sind manchmal wirklich schwer zu erkennen, aber wenn du an dieser Stelle gräbst, kannst du immer was finden. Frag mich nicht, wie das funktioniert. Ich dachte, das wären Würmer. Ihr Du seid bist ganz schön dran. hässlich. So, du bist bereit? Ich drück jetzt. Dann machen wir jetzt nämlich eine Anmoderation für YouTube. Versteht ihr? Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren Runde von Stardew Valley. Und da wisst ihr, der Jules ist auch wieder dabei. Captain Jules, Hallöchen, schönen guten Abend. Hallihallo. So, was machen wir denn heute? Außer durchdrehen. Ja. Reise nach Ja, durchdrehen ist Jerusalem. es. Top. Gewonnen. Man muss nur wissen, wie man Schnell betrügt. Das ist ja kalt hier. Was ist das denn für ein Kackwetter? Ich habe gerade was drüber gelesen. Hier, das sind die Würmer. Das sind doch Würmer, das sind doch keine Stäbe. Eine Schneesüßkartoffel. So, Da Schneeballschlacht. ist was, oder? Wo ist was? Ahornsamen. Ja. Ich glaube, ich mache mal die Hühner. Hallo. Ja, das hätte ich Nicht die jetzt auch gesagt. Küchen. So. Küchen, Nein, hallo. hier ist der Hühnerbaron. Schön beim Fussel bleiben. Oh, sehr gut. Ach, herrlich. Herr Litsch. So, fünf Heu. Ja, moin, hier ist Heu. So. Ossi hat gerade keine Milch. Jules, ich fühle mit dir wegen der Arbeit. Nur bin ich krankgeschrieben, habe mir Dienstag den kleinen Zeh gebrochen und darf jetzt leider nicht arbeiten. Flying Princess. So ein Pech aber auch. Das ist natürlich bestürzend zu hören, dass du dich da schwer verletzt hast. Und da ist es natürlich nur recht und teuer, nicht arbeiten zu gehen. Was? Alles gut, also mit gebrochenem Fuß würde ich jetzt auch mitgehen, ne? Ja, das ist mir klar. Ich bin übrigens Arbeitgeber Für gewesen. körperlich. Ich stehe da anders Ja, ich zu. weiß schon. Ja, bei dir müssen sie alle, und wenn der Kopf unterm Arm ist. Solange der dabei ist, die meisten nutzen den eh nicht. Also, was soll das denn? Hat eigentlich sich schon jemand um diesen blöde Töle gekümmert? Die hat so einen Reden immer. Maulmüffel. So, was machen wir heute? Wir können ja mal gucken, die Liste. Ich meine, es ist Ist aber Winter, wir öffne können dich. nicht viel machen, ne? Nee, das stimmt. Habe ich irgendwas überlesen? Sekunde. Weil Jules wieder so Probleme hatte, ist hier. Bald ist Weihnachten bei euch. Wen müsst ihr denn beschenken? Was? Bitte was? Saya hat heute meinen Server bearbeitet. Was? Wie? Wo? Einen wundervollen Sonntag. Schwupsel ist auch da. Ich komme hier gar nicht mit. Also, Ja, was ist Schwupsel, denn da hallo. los? Ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, müde, weil ich heute Morgen schon wieder früh angefangen habe und eigentlich den ganzen Tag hier gesessen habe. Saya hat einen Server bearbeitet. Was für ein Server? Wo müssen wir drauf? Wo können wir Unruhe stiften? Bald ist Weihnachten. Wen müssen wir beschenken? Genau. Ja, mein MC-Server hat einen Teil der Welt nun ja useless gemacht. Erreicht den Grund der Mine, habe ich als Tipp. Und Pam ist durstig. Wir müssen Bier brauen. Ansonsten, wen muss ich denn beschenken? Wo steht das? Die beschenken wir doch das ganze Jahr, die wollen doch immer nur von uns. Ja, eben. Für die ist doch jeden Tag Weihnachten hier. Brauchen wir fürs Gemeindehaus noch? Nichts, was wir jetzt schnell mal spontan machen können. Große Nee, ne? Ziegenmilch und Wolle. Hier hätte jemand gerne eine gefrorene Ziegen macht. Träne auf mein Regal stellen. Sebastian bringt 225 G bei Lieferung. Und macht Sebastian glücklich. Haben wir gefrorene Tränen? Warte mal, ich guck mal, die müssten ja dann theoretisch in der Minen-Ding sein, oder? Genau. Haben wir.
Dann ist am schwarzen Brett. Eine? Ich hab den auch. Ne, ja, jeder eine, ne? Ich, ja. Bring da eine mit. Und morgen hat Lea Geburtstag. Wollte ich nur mal gesagt haben. Razor, ich grüße dich. Hallöchen. Na, wie ist denn Lage? Alles gut? Ach, ich kann endlich wieder Müll suchen. Schön. Hey, hör auf damit. Ach nee, der ist ja Bürgermeister, ne? Warte mal. Jetzt muss ich mal schnell noch auf Kölsch. Hey, hör auf damit. Ist ja ekelig. Ekelhaftig, Jung. So. Bist du? Hier unten. Ich komme zum schwarzen Brett. So, weit gut und bei dir? Ach ja, ich kann mich nicht beklagen, wa? So, warte. Lass uns hier weggehen. Sonst nimmt der Komische da die Träne. Wer ist denn nochmal Sebastian? Ist das nicht der Emo-Typ? Ich glaub schon, ja. Oh, da weiß ich, wo der ist. Also, sein könnte. Hi. Abigale. Ah, muss erstmal wieder klarkommen. Ich habe nämlich heute relativ viel Two Point Hospital gespielt. Weh. Ja, damit wir da weiterkommen, weißt du? Also, was heißt weiterkommen, aber. Hast du einen Schneemann gesehen, den ich gebaut habe? Ja, ich habe da was umgetreten. War das deiner? Ich mache gerade Pause von meiner Forschung. Das ist wieder typisch. So. Es ist perfekte Jahreszeit zum Holz sammeln. Ne, es gibt doch gar kein Holz, Mensch. Wir hatten da mal eine Tagesaufgabe. So, wo ist denn der Junge? Na toll. Ich bin nicht mit dem befreundet. Ich auch nicht. Der ist nicht Emo. Doch, natürlich. Was ist der denn? Schwarz gekleidet. Ist der Snape? Oder was? Harry Potter-Fan? Severisch. Severisch Snape? Schnape? Der ist Emo. Der ist Programmierer. Ach du Kacke. Was programmiert der denn? Das ist noch schlimmer. Was machen wir denn jetzt? Oh, ich habe Würmer gefunden. Geheime Notiz. Ja, was brauchen wir denn für die Wüste? Hast du das aber nicht? Ja, das war doch irgendwas in diesem Gästehaus da, ne? Im Gemeindehaus, ne? Ja, irgendwas war doch da. Belohnung, Gewächshaus, entferntes glitzerndes Feldes, Busreparatur. Busreparatur ist das, ne? Könnte sein. Ja, da brauchen wir die ganzen Tresoraufgaben. 25, 2,5, 10.000 und 5.000. Mhm. Können wir uns das leisten? Das erklärt einige. Nein. Er müsste eigentlich demnächst sein Zimmer verlassen. Ja, ich bin felsenfest sicher, der Jules folgt ihm. So wie ich einen Jules kenne, hat er da eh ein Auge drauf. Ist stalken, ne? Genau. Kein Problem. So. Wir brauchen auf jeden Fall, wie gesagt, noch die große Ziegenmilch und die Wolle. Wolle, wir brauchen Wolle. Oh, ich habe eine alte Puppe gefunden. Ich denke mal, indem man ein Schaf auseinander nimmt, ne? Wie nehmen wir das auseinander? Gibt's da Scheren oder so? Bei der Ding vielleicht? Zupfen? Haben wir schon miteinander gesprochen, ja, ne? Was ist denn mit deinem Bruder? Willst du für Geld ausgeben oder was? Nee. Beim Mani müsste man vielleicht so eine Wollschere kriegen. Warum kann ich hier nicht anklopfen? Warum lässt er mich nicht rein? Halt mal mit dem Messer dagegen. Schwert. Geht auch nicht. Na warte, Junge, komm du da mal raus, du. Und jetzt? Müssen wir warten. Wir waren jetzt vor der Tür. Wisst ihr, was man machen kann, wa? Kann wirklich kalt werden, wenn du in einem Zelt lebst. Ja, dann zieh doch aus. Nein. Wir haben noch ein Haus frei. Also, ganz gerne. Muss also im Winter nicht. Im Sommer ist ja vielleicht schön. Aber er muss nicht, ne? Bei Mani gibt's alles fürs Tier. Und nie reingehen, er geht nur in die Küche. Gut, da ist dann eh wärmer. Zeitzyklus, wann er in die Küche geht. Das Blöde ist halt, dass ja in Gebäuden die Zeit stehen bleibt bei uns. Hallo.
Das ist natürlich clever. Da hast du recht. Halt nicht so clever, ne? Ich geh mal raus. Aber er ist immer noch da unten. Ja, ja, der Fussel ist noch. Ja. Der, ich war bei den Eheleuten im Bett, weißt du? Achso. Ja. Wartet mal bis 15 Uhr. Alles klar. Ich habe den Seiteneingang entdeckt. Aber ich bin nicht gut mit Manu befreundet. Ich darf nicht in ihr Zimmer. Aber wenn ich hier durch ihren eigenen Eingang gehe, komme ich in das Zimmer. Alles gut, wir haben 15 Uhr. Paulus geht. Und? Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Schnell rein, schnell rein. Warte, 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 hier. Hey, danke für die Hilfe. Genau das, was ich wollte. So. Lieferung. 225 Gö. Na, schau mal was. Kommst du echt zur Tür rein? Ja. Das ist irgendwie, naja. Nicht so clever, ne? Und raus. Jetzt kommt ins Zimmer. Mehr, weil du ins Zimmer will ich ja nicht. Der hat bestimmt raus nicht gelüftet. Kommst du nichts mehr, weil. Doch durch die Tür, ne? Wie du rein, so du raus. Die Hintertür, aber raus kommst du dann durch die normale Tür nichts mehr. Nein. Clever, finde ich. So, habe ich schon mal gesagt, dass Lea morgen Geburtstag hat. Was will Lea? Ist eine Sie. Woher soll ich das wissen? Ich kenne die doch alle hier nicht. So, wir haben auf jeden Fall was abgegeben. Salat. Die möchte Salat? Ja, das ist halt im Winter jetzt ein wenig, soll ich sagen. Bisschen schwierig, oder? Bisschen schwierig. Schönen frischen Salat. Ist aber auch wieder nichts im Müll heute, weißt du? Wie soll ich denn hier eine Existenz aufbauen, wenn die nichts im Müll lassen? Hi. Ich wünsche, Abby würde nicht so viel Zeit in ihrem Zimmer verbringen. Ja. Müsst ihr herstellen. Oh, jetzt muss ich auch noch arbeiten. Wenn mein Enkel geschmackloses Streichspiel will, dann gib's ihm Quatsch. Er wird dir das aber vielleicht nicht verzeihen. Alles klar. Bienenkäse willst du auch? Oder Wein? Laut unserer Liste. Ja, dann, wir gehen nach Liste. Trüffelöl. Also Trüffelöl, Wein oder Ziegenkäse. Gut, haben wir da irgendwas von? Haben wir Wein? Nein. Dann sieht das sehr schlecht aus mit dem Geschenk für Sie. Na, höchstens Ziegenkäse. Aber haben wir denn schon Ziegen? Ziegen haben wir schon, oder? Und die machen Käse. Käse. Da müssen sie erstmal Milch werfen, hätte ich fast gesagt. Ja, ja, eben. Ahoi, Bürschchen. Sieht nach einem angemessenen Wesen so ein bisschen aus, ne? Was? Ja, ja, ja. Hey, Lea, warte doch mal. Du hast doch morgen Geburtstag. Was wünschst du dir denn? Was? Ich liebe den Anblick, wenn alles von einer Schneehülle bedeckt ist. Okay, ich soll dich also in einen Schneemann verwandeln. Alles klar. Also Ziegen haben wir auf jeden Fall schon. Ziegen haben wir, alles klar. Kann das ja nicht mehr so schlimm sein, oder? Die quietschen noch, also das ist recht trocken. Was, die quietschen noch? Ja. Willst du schon wieder Babyziegen an den Zitzen rum? Ja. Schwulz, was stimmt denn nicht mit dir? Ich weiß auch nicht. Das ist widerlich. Zack. Das ist so widerlich, Jules. Armen kleinen Ziegen. Haben wir vielleicht schon Käse gemacht? Irgendwo? Nee. Oh, jetzt gibt's erstmal schön aufs Maul hier. Oh. Wem hast du schon wieder einen aufs Maul? Hier sind so Gelees, weißt du? Bist du in der Mine? Nee, im verbotenen Wald. So. Alter, die Fresse, Niklas. Wird die Töle schon wieder steil, oder was? Ja, ja.
Kann ja ein bisschen Holz farmen, wa? Können wir schon Salat? Das ist die große Frage. Ich befürchte ja, dass ich hier wieder der Koch werde. Herstellung, nee. Sammlung? Zu fett. Huch, da ist ja ein Schleim. Bauernmahlzeit, Überlebensburger, Matrosenteller. Oh. Der Matrosenteller. Ist der mit Currywurst und Gyros, oder? Wahrscheinlich. Oder ist da Fisch drauf? Kartoffelspüffer. Kartoffelpüffer? Na super. Hat mich da irgendwas angelunzt? Ist ja widerlich. Da versteckt sich dann Schleim. Die Nasen hätte ich fast gekriegt. So. Echt? Nö. Aber ich wollte den Eindruck erwecken, dass ich hier mega sportlich bin, weißt du? Hier ist ja Wasser. Hoffentlich ist der Schnee bald weg. Warum habe ich eigentlich kein Licht? So, was haben wir denn? Zwergenschiffrolle. Schön. Bauernmahlzeit, Überlebensbürger, Matrosenteller, Bürgerweiter Leckerbissen, Radieschensalat, ach die Schockendip, aber so einen richtigen Salat kann ich leider nicht herstellen, na dann geht sie leer aus. So, was haben wir denn, 21.50 Uhr, habe ich euch schon mal gesagt, dass ihr hässlich seid? Nein. Eigentlich können wir heute früh schlafen gehen, oder? Wobei, ich hab hier zwei Sachen. Geheime Notiz. Ich könnte auch mal aufräumen, oder? Salat könnt ihr in der Kneipe kaufen. Bin ich jetzt aber nicht so überzeugt von. Ein zweitklassiger Salat wahrscheinlich. Wer weiß, wie lange der da schon gelegen hat, ne? Eben. So, das kann weg, das kann weg. Was haben wir denn noch? Das kann weg. Das muss in... Eine alte Puppe. Artefakt. Das hier muss in die Höhle unten, ne? Das ist Höhle. Das ist Höhle, das ist Höhle, das ist Höhle. Ist schon wieder ganz schön voll hier, ne? Diese Höhlengeschichte. Holz. Der und der. Und der. Alles klar. So. Was? Hallo. Was ist hallo? Ja, ich warte, bis du fertig bist. So. 12 Uhr mittags, pünktlich, letzter Tag der Saison. Sieh dir den Busch über dem Spielplatz an. Wollen wir jetzt wirklich kleinen Kindern am Spielplatz auflauern? Ja. Ich frage ja nur. Wollen wir, natürlich. Warte, ich habe noch eine gefunden. Alex, Diät für sein Krafttraining. Volles Frühstück, Lachsmahlzeit. Langsam liebe ich dieses Essen. Ich spüre das Eiweiß richtig. Okay. So, ich gehe ins Bett. Gute Nacht. Gute Nacht. Warum ist die Töle bei mir? Du weißt, wer ist. Ja, durchdrehen könnte ich da. Ja, klatsch ihm ein. Als Viech. Immer drauf. Fresse, Alter. Haben wir eigentlich irgendwas Produktives gemacht? Nicht wirklich, ne? Nö, ich hab nur ein bisschen Milch gezapft. Ich hab an den Eiern gespielt, von den Hühnern. Sehr gut. Das hört sich jetzt wieder falsch an, aber... Von den Eiern von den Hühnern. Ihr seid aber hässlich. Was sagt denn die Wahrsagerin heute? Frag mal. Ach, irgendwie. Nichts Besonderes. Oh oh. Ich hab Post bekommen, bestimmt eine Mahnung. Fettel P, es scheint, als würdest du so manchen Leuten hier recht nahe kommen. Was? Mm-mm, tu ich nicht. Wenn du jemandem zeigen willst, dass du mehr als nur freundschaftliches Interesse interessiert bist, musst du demjenigen einen meiner wunderschönen Blumensträuße geben. Ich verkaufe sie ab jetzt zu einem fairen Preis. Wenn du eines Tages eine Familie gründen willst, ist das hier der erste Schritt. Pierre. Ich kann jetzt Ziegenmilch machen. Ich habe eine Hühnerstatue gefunden. Gut, die muss wohl auf den Tisch oder so.
Bei wem hast du schon 8 Herzen? Bei Penny. Penny Lane. Hier. Die steht auf mich, ist ledig. Liebesbeziehung zu Alex ist jetzt nicht so hart. Was hechelt mich denn da an? Meine Beste ist die Robin. Die Robin. Aber die ist ja Gott sei Dank verheiratet. Mit wem? Oder? Einfach mal umdekorieren. So. Ah, ich merke schon. Ich kümmere mich um die Hühner, ja? Hier noch eine Ente. Klar, mit Dimitrios. Da nichts, was man nicht scheiden kann, oder? Eben. Entenei essen? Nee, nee. Entenei? Mal glaube ich noch. Kann das sein? Bitte was? Warte mal, ich guck. Entenei brauchen wir, glaube ich. Oder waren es Entenfedern? Irgendwas vom, von der Ente. Irgendwas von der Ente? Für, ja. Die Scheidung geht Federn nur bei euch. Was? Entenfeder. Brauchen wir. Haben wir sowas schon? Nee. Kann ich der Ente ein paar Federn rupfen? Nein, die lässt die fallen. Nicht an der Ente rumspielen und reißen. So. Vielleicht braucht man das Holz ja nochmal irgendwann, weißt du? Eben. Man weiß es ja nicht. Im Winter kann man ja nichts pflanzen. Das ist schlechte Zeichen halt, ne? Eben. Ne? Warum nervt eigentlich der Hund schon wieder? Ganz widerliche Töle. Alte Puppe, die haben wir doch schon, oder? Die kann ich doch verkaufen. Hat er nicht gesagt. Komm hier, tu weg. Doch, man kann im Winter pflanzen. Ja, aber doch nichts Sinnvolles, oder? Was denn? Jetzt komm, geh spielen. Ach, du hast ja keine Freunde. Geht nicht. Wer, der Gaming? Niklas? Der Hund. Ja. Wintersaat, ach, die ist doch langweilig. Ich mach gerade übrigens Ziegenmilch, ne? Ziegenkäs. Ziegenkäse. Machst du 2 Ziegenkäse? Ich könnte nur einen Ziegenkäse machen. So! Aber ich kann, warte mal, herstellen. Ich könnte ja so ein Käse-Ding nochmal machen, ne? Holz, Hartholz, Kupfer, Stein, so teuer ist es ja ganz. Ihr Wintersaat ist ja sowas, ne? Kristallfrucht und Stechpalme. Daraus können wir höchstens Drogen machen. Ne, das war Stechapfel, ne? Ist aber ziemlich ertragreich. Wer? Die Wintersaat? Ach, wir brauchen ja kein Geld. Mein Gott. Was wollen wir mit Geld? Du weißt ja, ausgeben. Geld. Nur für Geld hast du dich gequält, um es zu bekommen. Wie gewonnen, so zerronnen. Dafür gingst du auf den Strich, aber nicht für dich, sondern nur für deinen Dealer mit dem Lächeln im Gesicht. Ne? Ja, alles klar. Wir wollten ja hier alternativ. Dann schau mal ins Gemeindehaus. Einmal Ziegenkäse habe ich. Ja, gut. Ins Gemeindehaus. Ich habe Müll gefunden. Im Müll. Max, Louis. Ich muss mir langsam einen Plan zurechtlegen, um unsere Stadt nächstes Jahr noch besser zu machen. Ich muss halt gucken, wie ich euch beiden Bekloppten einspanne. Was? Nichts. Okay. Hi, du, dicke Frau, was ist denn mit den Tieren? Mein Neffe Shane hat die letzten Monate bei mir verbracht. Ist das der komische Nervige, der immer so frech ist? Er hilft mir mit den Hühnern, also kann ich mich nicht beschweren. Mit den Hühnern könnte ich dir auch helfen. Ich bin schließlich der Hühnerbaron. Ich habe Müll gefunden. So. Haut ab, ihr Vögel. Ihr habt doch alle Grippe. So, 2 Sachen haben wir schon erfüllt. Hier. Wo? Im Gemeindehaus. Was hast du denn gemacht? Ja, wir haben hier erfüllt.
Versuch das gerade kaputt zu hauen, geht aber nicht. Ich warte, dass der Case endlich fertig wird. So, was müssen wir hier noch machen? Hier brauchen wir noch Trüffelöl. Oder Kirsche, Granatapfel, Pfirsich, Orange, Apfel, Rikose oder ein Apfel. Hm. Und hier brauchen wir noch... Ich lasse auch mit deinem Schwanz zu wedeln. Wolle oder eine große Ziegenmilch? Haben wir eine große Ziegenmilch? Nee, wir haben bis jetzt nur kleine. Blöde Ziegen. Mach wieder wegen Mayo und so, ne? Ja, ja. Ja, alles, ne? 10, wie viel haben wir denn? 25, 30, 40, 42.500. Das geht. Ball. Wenn es wieder wärmer ist, schicke ich den Jules Richtung Bahngleise. Da geht das. Ja, Entenfeder, Rotkohl und Sonnenblume. Mohn, Straußenfarn und Trüffel. Noch ein Apfel, also drei insgesamt. Und hier brauchen wir Granatapfel, eine Hasenpfote, Wein und Eichenharz. Wobei, Eichenharz haben wir doch. Haben wir Eichenharz? Ja. Und der Sandfisch fehlt noch. Dann hätten wir das auch fertig. Na gut, den kriegen wir ja nur in der Wüste. Wildhonig. Straußenfarn gibt es im Sommer im verbotenen Wald. Alles klar, da dauert ja da noch ein bisschen. Eichenharz haben wir. Perfekt. Ich hol dir mir das gleich mal eben ab und bring das mal da hoch, ja? Der ist bei dir an deinem Haus, in der roten Kiste da. Verdammten Vögel, haut ab! Widerlichen Wellensittiche. So. Wir müssen noch den Bus reparieren. Ah, den krieg ich mal ja, wenn wir die 42.000 abgeben, ne? Oder? Ja. Ja, dann, müsstest du jetzt aber mal langsam dich Richtung Bahngleise bewegen und auf Kundschaft warten, Jules? Bin schon weg. Das war die Arbeitsteilung. Ja, ich war doch auf den Käse. Ich weiß aber nicht, ob deine Kundschaft darauf steht, du. Das weiß ich jetzt nicht. Wenn du da... Ja, man findet bestimmt jemanden. Ja, irgend so einen Perversen. So, Eichenharz abgegeben. Sehr gut. Haben wir dadurch irgendwas Produktives geschafft? Nein. Wir haben nur einen Auftrag weniger. So, Rotkohl müssen wir pflanzen im Sommer. Irgendwie haben wir im Sommer irgendwas, aber Rotkohl gab es, glaube ich, gar nicht, ne? Deswegen konnten irgendwas wir das auch nicht pflanzen. Da, ja. Hier sind aber... Irgendwas war da. Aber ist ja so ausgelegt, dass du das alles nicht in einem Jahr schaffen kannst. Ja... Sollst du nicht ein Jahr durchspielen und aufhören. Den gibt es erst im zweiten Jahr, siehst du? Also war gar nicht möglich. Puzzle. Was denn? Ich hab deinen Käse. Alles klar, ich bin auf dem Weg. Wo bist du? Ich lauf dir entgegen. Stadt, Friedhof, Schwarze Brett. Ja. Noch nicht Schwarze Brett. Ich wollte noch mal eben mit Sam kuscheln. Hi. Willst du etwas hier bleiben? Was? Es ist eine gute Jahreszeit, um an den fehlenden Schlaf nachzuholen. Was für ein fehlender Schlaf. Hier. So, wo müssen wir jetzt hin? Wo ist Lea? Ist das nicht deine Mutter? Mama lässt mich heute nichts Süßes mehr essen. Ja. Komm, wir gucken mal. Ich red mal mit ihr. Doch, man kann in einem Jahr das Gemeindehaus fertig machen, muss aber alles beim fliegenden Händler kaufen. Da habe ich kein Geld für. Das machen wir nicht. Wo ist denn die Tante? Die Tante. Lea! Lass uns mal schnell gucken, ob die vielleicht beim Frauen-Yoga sind. Ich wollte gerade sagen, ist denn heute Aerobic? Da ist es. Warte mal, ich mach mit. Ich mach die Kerze und dann furzt sich. Dann ist es eine Duftkerze. Nee, das ist Robin. Ist Lea, oder? Kann das sein? Weiß ich nicht. Lea ist nicht dabei. Jetzt macht die noch nicht mal mit. Wo ist die denn? Na gut, komm, ich quatsch mal eben mit allen. Gibt Lea ja auch Pluspunkte. Beim Saufen. Nicht schauen, alles klar. So.
Meinst du, die ist am Saufen? Ich guck mal. Nee, beim Saufen ist alles leer. Wohnt am Fluss. Bei Pam? Hier ist Penny. Bäh, es ist so dreckig hier drin.